Willkommen bei einem neuen Yu-Gi-Oh! Part. Momentan sind wir noch in der Mission, unser Deck abzuholen und deshalb ja, gehen wir jetzt zu Crow. Wir haben ja noch sein Deck, sein nutzloses Deck. Und ja, wir müssen es ihm jetzt geben. Und danach können wir unser Deck bearbeiten. Da ist er ja. Du bist endlich zurück! Hast auch lange genug gebraucht. Achso. Mann, diese Grammatikstellung. Tada! Du hast Crows Karten weggegeben. Mach's gut, Deck von Crow. Ich werde dich vermissen. Okay. Gute Arbeit. Dieser Wächterspinner wusste gar nicht, wie ihnen geschieht. Ah, mein Ersatzdeck ist völlig durcheinander. Jetzt muss ich das komplett neu ordnen. Hey Janka, lass uns duellieren! Ja, ihr zwei duelliert euch, während ich dieses Ersatzdeck neu ordne. Als du weg warst, hat er sich wirklich große Sorgen um dich gemacht. Hab ich nicht! Lüg doch nicht! Ich weiß es doch! Janka! Janka braucht zu erlangen. Ich hoffe, ihm geht es gut. Weißt du nicht mehr? Haha! Gar nicht! Du bist echt gemein, Crow! Kleine Spinner. Okay, beruhig dich, dass du auch immer so ein Baby sein musst. Was? Okay, also so heißt es. Okay, ich lese es am besten nochmal flüssig und betont vor. Okay, beruhig dich, dass du auch immer so ein Baby sein musst. Also, Janka, warum duelliert euch nicht ein wenig? Das ist vermutlich das Einzige, was ihn jetzt aufmuntern kann. Und wie gesagt, er war wirklich sehr besorgt um dich. Danke. Hab ich zugestimmt? Ich habe gar nichts gesagt. Warum sage ich eigentlich nie was als Protagonist? In Pokémon ist es so und hier ist es genauso. Fühlt man sich fast wie ein Behinderter, der nicht reden kann. Gut, ich möchte mich noch nicht mit ihm duellieren. Das möchte ich schauen, ob der Kartenladen geöffnet ist. Hallo? Und ist offen? Ist offen? Nein, soll nicht. Nein, ich will mein Deck bearbeiten. Das gibt's doch nicht. Aber ich habe eine andere Möglichkeit gefunden. Also ich kenne noch eine andere Möglichkeit, wie man Karten kaufen kann, ohne diesen Kartenshop betreten zu müssen. Zunächst muss ich allerdings meinen Spielstand speichern. Als nächstes beenden wir das Spiel kurzfristig. Oder Moment. Ich habe das lange nicht mehr gespielt, das Spiel, deswegen muss ich mich ja erst wieder hineinfinden. Ja genau, wir müssen das Spiel kurzfristig beenden. Wir haben ja gespeichert. Jetzt gehen wir in World Championship rein und hier ist ein Shop. Okay, hier sind die ganzen Booster, die wir zur Verfügung haben. Perfekt. Ein Structure Deck, Invincible Fortress. Perfekt. Gleich das beste Structure Deck steht uns zur Verfügung. Gut, ja, wir haben ja die Karten schon gesehen bei den Structure Deck Duellen. Ich glaube, die muss ich mir jetzt nicht großartig vorlesen. Als nächstes Gerechtigkeit schlägt zurück. Um aus brenzligen Situationen zu entkommen, macht ihr eine Horde Killermaschinen untertan. Die Allianz der Gerechtigkeit. Auf zur Front! Invasion der Würmer. Die Invasion der Würmer hat begonnen. Das Chaos manifestiert sich in verschiedenen Arten. Interessant. Synchro erwachen. Mit Synchro-Beschwörungen nehmen Duelle neue Dimensionen an. Dann Dark Revelation Volume 2. Kartenpaket für fortgeschrittene Spieler. Zweite Edition. Und hier Kartenpaket für fortgeschrittene Spieler. Erste Edition. Gut, dann ist hier Dark Beginning 1, Grundpaket für Anfänger, erste Edition, Grundpaket für Anfänger und die zweite Edition, Dark Beginning 2 und 1. Okay, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit Dark Beginning 1 an, weil diese Boosterart hat am meisten Karten.
Und dadurch besteht die Chance, ist die Chance größer, dass wir verschiedene Karten erhalten, wenn wir jetzt mehrere am Stück kaufen. Wir müssen hier die einzelnen Booster auswählen. Kennt man bestimmt aus Real Life, wenn man sich Karten kauft. Da tut man ja auch meistens so schütteln und das Gewicht irgendwie des Boosters feststellen, weil seltenere Karten, glaube ich, soweit ich weiß, schwerer sind. Ich weiß nicht warum. Anscheinend ist da mehr Folie drauf. Und da gibt es so Leute, die wiegen die Booster immer ab und verkaufen sie die dann im Internet, wenn es keine guten Booster sind. Ich glaube, es hat so einen speziellen Namen. Habe ich mal in Yu-Gi-Oh! Wiki gelesen. Naja, gut, öffnen wir mal die Karten. Zeit des Grab, Zeitsiegel, kenne ich nicht. Meteoriteneinschlag müsste es sein. Seichtes Grab, Zeitsiegel, geringer Goblin, Beamter. Okay, Zauberschriftrolle. Und Elfenmeteoreinschlag. Okay, das wirkt, dass das Monster, das ausgerüstet ist, durch die Verteidigung des Gegners geht. Ändere die Eigenschaft, wähle die Eigenschaft des Monsters, als mir diese Karte ausgerüstet wird. In die gewählte Eigenschaft, okay. Interessant. Du kannst diese Karte nur aktivieren, wenn die Lebenspunkte deines Gegners 1000 Punkte. Die ist ziemlich nützlich in einem Burner-Deck. Da der Gegner in einem Burner-Deck meistens weniger als. Moment, wenn die Lebenspunkte. Ja genau, da in einem Burn-Deck die Lebenspunkte des Gegners meistens geringer sind als die eigenen, ist diese Karte sehr gut dafür geeignet. Du zeigst, Zeitsiegel ist verboten und zeigst das Grab. Ist gut für ein Flip-Deck. Okay, ich glaube, das dauert ein bisschen zu lange, jetzt als so die ganzen einzelnen Booster durchzugehen. Ich lese dir mal kurz vor. Ich tue es mal schnell hier einblenden lassen. Ihr könnt ja das Video pausieren und es euch dann schnell vorlesen. Aber wenn ich, glaube ich, jetzt das Ganze vorlese, jedes einzelne Booster, den wir hier zu kaufen, dann dauert es, glaube ich, viel zu lange, das Let's Play. Und das will ich eigentlich nicht, ne? Und ich möchte ja nicht in jedem Part die Kartenbeschreibungen vorlesen von den Karten, die wir kaufen. Das möchte ich jetzt eigentlich nicht. Also, ihr pausiert es einfach, das Video, wenn ihr euch eine Beschreibung anlesen wollt. Ich werde es auch umblättern, falls es nötig ist. Okay, Maske der Schwäche. Shinzo 7. Rote Medizin, die kennen wir ja, die hat Okito damals gegen uns benutzt. Beschlagnahme. Austausch. Die ist ziemlich nützlich. Einstecken und austeilen. Apion-Schwarm, Senju, der 1000 Hände, ist gut für ein Ritual-Deck. Qual der Wahl. Kraft der Magie, cool. Und die hat sogar Ultra-Wear, glaube ich. Oder Ultimate-Wear, eins von beiden. Maske der Beschränkung, ich sag nur gegnerisches Deck. Gegen das wir damals gekämpft haben, als wir The Dark Emperor genommen haben. Seelenerlöser. Drachenfanggefäß. Beulenungeziefer. Ein Flipmonster. Begrenzerentferner. Axt der Verzweiflung. Ersatzsoldat. Silberfang. Der Auserwählte. Du bist der Auserwählte. Geflügelter Drache. Festungswächter Nummer 1. Keltischer Wächter. Masaki, legendärer Schwertkämpfer. Rechter Arm der Verbotenen. Ein Exodia-Teil. Horn des Lichts. Mystischer Raumteufun. Eine Nüsse-Karte. Die haben wir schon gesehen. Schleimverteidiger. Ja, hier ein zweiter rechter Arm der Verbotenen. Würde man die in Real Life ziehen, hätte man immenses Glück. Denn diese Karten
sind sehr selten. Gradius. Pinguinritter. Zuverlässiger Beschützer. Kasajin. Die Schlagname, die hatten wir schon gesehen. Herbeigerufener Thunschädel. Gefried Eisenritter. Thunwelt. Ersatzsoldat. Die hatten wir schon, glaube ich. Fröhlicher Sarg. Amphibische Bestie. Hiros Schattenspeer. Hitotsu Merise. Schwierig auszusprechen. Tausendäugiger Abgott. Dieses Monster braucht man für die Fusion, für das tausendäugige Opfer. Heilende Nixe. Magische Hüte. Jinzo. Thronangreifer. Tanzende Fee. Zeremonieglocke. Riesensteinsoldat. Mammutfriedhof. Großer ältester Tiki. Blitzklinge. Elfenhandspiegel. Fallgrube. Die ist nützlich, die Karte. Der Unterwäldler. Mega Cyber. Umiruka. Nicht zu verwechseln mit der anderen Karte namens Umi. Bodeneinsturz. Hysterischer Elf. Die hatten wir schon. Elfenhandspiegel hatten wir auch schon. Die ist hier. Friedensbote. Vornehmer Egoist. Suijin. Rotäugiger schwarzer Drache. Die hatten wir auch schon. Die auch. Sensenmann der Karten. Kasajin hatten wir, glaube ich, auch schon. Die Blitzklinge ebenfalls. Leuchtender Abgrund. Zauberschriftrolle. Kokon der Evolution. Mairuka, der Zerstörer, eine verbotene Karte, weil man dadurch Feinkarten sofort aktivieren kann aus seiner Hand. Überwollender Hatchler. Ameba. Gaia-Kraft, ein Spielfeld. Leuchtender Funke, ebenfalls ein Spielfeld. Auge der Wahrheit. Linkes Bein der Verbotenen. Ersatzsoldat. Staubtornado. Die hatten wir schon. Faszinierender Kreis. Ersatzsoldat hatten wir auch schon. Menschlicher Drachenwurm, ein Fusionsmonster. Insektensperre. Totenkopf-Aufforderung. Rechter Arm der Verbotenen. Nachsichtige Jungfrau. Kann man fusionieren mit einem anderen Monster und dadurch erhält man ein Monster, was den Namen Johanna, glaube ich, besitzt. Den genauen Namen kenne ich jetzt allerdings nicht. Geschmolzene Zerstörung. Mystische Tomate, die kennen wir ja. Buster Klingenkämpfer. Nuvia, die Böse. Weißer Zauberhut. Thunjungfrau. Monsterrettung. Ah, hier habe ich vergessen umzublättern. Riesenratte. Riesentronade. Verteidigung stoppen. Glücksspiel. Unbegrenzte Karten. Suijin hatten wir, glaube ich, schon. Masaki, legendärer Schwertkämpfer. Biberkrieger. Umi. Mairuka, der Zerstörer, hatten wir auch schon. Krug der Gier. Totenkopfdiener. Ameba hatten wir auch schon. Riesenkeim. Schneider der Van Kelmütigen.
komischer Name. Hab hier. Das Grab hatten wir schon. Verzauberter Speer. Axt der Verzweiflung. Aquamador. Zeremonieglocke. Feierliche Wünsche. Okay, jetzt haben wir schon 45% gesammelt von diesen Booster. Hat man 90%, wird in, ich zeig's euch mal schnell, wenn man 45% hat, dann werden hier in der Kartenliste, wird hier das komplette Structure Deck dann angezeigt. Man kann sich dann die Karten anschauen, die einem noch fehlen, und sie notfalls mit Kartencodes dann herholen. Gut, als nächstes, ja, kaufen wir noch weitere Karten. Moment, ich muss mal kurz was trinken. Okay. Entschuldigung für die kurze Unterbrechung. Schauen wir uns das Dark Beginning Tour jetzt an. Wir nutzen den Part jetzt, um uns ein paar Karten anzuschauen und unser Deck zu ergänzen. Im nächsten Part geht es dann weiter mit den Duellen. Nehmen wir hierfür die letzten DPs, die wir noch zur Verfügung haben. Ah, das reicht nicht mehr ganz, okay. Gut. Patrizier der Dunkelheit. Kampfstellung des enthüllenden Lichts. Doppelköpfiger Donnerdrache. Kreaturentausch. Königlicher Erlass. Otohime. Bodenlose Fallgrube. Felsengeist. Dunkle Tür. Kleine Chimäre. Gazelle, König der mystischen Bestien. Bodenloser Treibsand. Thun Goblin Angriffstrupp. Dunkle Todesfurcht. Ach Mist. Alter. Pinguinsoldat. Albtraum Trugbild. Ruf der Mumie. Thun maskierter Hexenmeister. Buch von Taiyoru. Buch von Taiyo. Ruf der Mumie hatten wir schon. Ein legendärer Ozean. Jetzt hatten wir schon drei Umi-Karten gesehen. Also es gibt mehrere Varianten der Umi-Feldzauberkarte. Raketenwerferspinne. Gewebekrug. Auch eine verbotene. Ryoku-Feld. Rotschleim. Defusion. Die hatten wir auch schon. Tollwütiger Reiter. Flammender Odem. Skarabäus-Schwarm. Magischer Reflektor. Cyberstein. Auch eine verbotene. Ryo Senji. König von Yamimakai. Sternenboy. Simochi-Allergie. Seele der Reinen. Ein legendärer Ozean schon wieder. Nagelwände. Feuchtigkeitskreatur. Dunkler Balter. Der Fürchterliche. Yamata-Drache, ein Spirit-Monster. Totenkopf-Höhle. Gesichtsloser Illusionist. Jungfer des des Wassers. Otohime. Wieder eine Simochi-Allergie, Quelle der Wiedergeburt, erneuter Münzwurf,
Gilasaurus. Königlicher Erlass. Perfekte ultimative große Motte. Maschine der ruhigen Geistesenergie. Bodenloser Treibsand hatten wir schon, glaube ich. Große Motte. Gora-Schildkröte. Drachensuche. Maschinenkönig. Königlicher Befehl. Plündernder Hauptmann. Die ist nützlich in einem Kriegerdeck. Drachenmanipulator. Totenkopfhöhle. Dunkle Tür. Unglückliche Jungfrau. Magischer Reflektor. Seele der Reinen. Maschine der ruhigen Geistesenergie. Flammender Odem hatten wir schon. Ryukyu-Feld hatten wir auch schon. Gut, das war's. Falls ihr euch alle Beschreibungen durchgelesen habt, Respekt schon mal an euch. Und falls ihr irgendwelche Vorschläge habt an Karten, die wir in unser Deck reinbauen können, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ich bin offen für neue Vorschläge. Gut, jetzt bearbeiten wir unser Deck zum ersten Mal. Gut, das ist das Standarddeck. Dieses Deck möchte ich jetzt nicht mehr verwenden. Deswegen, ja, ich speichere es allerdings trotzdem mal. Starterdeck. Und jetzt werde ich das Deck löschen und unser Invincible Fortis Deck benutzen und es ein wenig bearbeiten. Das müsste hier gespeichert sein. Ja, genau, da ist es. 100%. Gut, wir haben hier eine verbotene. Das ist mystischer Raumtyphon. Dann Gehirnkontrolle, die darf man einmal drin haben, was mich sehr wundert. Eigentlich ist die Karte verboten. Letztes Angebot. Zweimal, okay. Inzwischen ist sie verboten, die Karte. Dann verräterische Schwerter. Und hier ein feuerliches Ergebnis, die leider verboten ist. Die müssen wir jetzt leider rausnehmen. Ansonsten können wir das Deck nicht benutzen. Gut, jetzt muss ich hier ein bisschen umdisponieren hier. Gut. Ach ja, jede Karte, die hier so ein Ausrufezeichen hat, das ist das Zeichen, dass wir die neu erworben haben. Dieses Zeichen bedeutet verboten. Dieses Zeichen bedeutet semi-limitiert. Die darf man nur zweimal im Deck haben. Und dieses Zeichen bedeutet, dass die limitiert ist und man die nur einmal im Deck haben darf. Warum es verbotene und nicht verbotene Karten gibt, ist folgender Grund. Weil es gibt manche Karten, die sind richtig stark. Und es gibt manche, die sind nicht so stark, aber trotzdem doch noch haben doch noch einen ordentlichen Effekt. Und es gibt manche Karten, die sind limitiert, weil sie grenzwertig an verbotene Karten sind, quasi. Gut, also hier sind die Verbotenen, die wir haben. Hier sind die Verbotenen, meine ich, Entschuldigung. Hier sind die Limitierten, die mit den Einsern. Und das sind die Semi-Limitierten mit den Zweiern. Gut, ich werde jetzt hier eine semi-limitierte Karte reintun, nämlich die hier. Und dann, was brauche ich denn noch rein? Also unser Deck spielt da ziemlich auf Verteidigen und auf den Gegnern Nerven Handkarten zurückgeben. Wir haben ja vorhin eine Karte gezogen namens Quelle der Wiedergeburt und die werde ich jetzt auch reintun. Hier muss ich allerdings eine Karte entfernen, weil man kann zwar mehr als 40 Karten in einem Deck reintun, maximal sind es 60 Karten, die man reintun kann. Allerdings hat man den Vorteil bei 40 Karten, dass die Chance dann größer ist, dass man die besseren Karten zieht, weil wenn man ein Deck hat, das aus 60 Karten besteht, dann ist man zwar gegenüber von Deckzerstörungsdecks im Vorteil, allerdings hat man den Nachteil, dass man nie die passenden Karten zieht. Man zieht immer eine andere Karte, die man vielleicht nicht braucht, oder manche Kombis, die man erst ausspielen kann, wenn man erst die passenden Karten hat. Und es dauert ewig dann, wenn man 60 Karten im Deck hat. Deswegen ist es viel praktischer, wenn man 40 Karten im Deck hat. 40 bis 45 ist die perfekte Grenze von Karten, damit es passt mit dem Ziehen.
Und 50 und 60 kann man in einem Deck reintun, wenn man gegen ein Deckzerstörer-Deck antritt oder so zum Beispiel. Gut, wir haben jetzt viele Monster. Es ist wichtig, dass beim Deck die Hälfte aller Karten Monster sind. Davon 25% Zauberkarten und die anderen 25% Feinkarten. Also 50% Monster, 25% Zauber und 25% Feinkarten. Das ist die perfekte Deckbalance. Davon sollten mindestens ja, ein starkes Monster sein. Eins der Überstufe, eins mit einer starken Stufe. Mindestens Stufe 4, 5 oder 6. Wir haben hier ziemlich viele. 1, 2, 3. Gut, die zählt nicht, weil man die Spezial wegspüren kann. 4 Karten. Wir haben das Limit deutlich überschritten, aber wir haben ja auch die Fallenkarte letztes Angebot. Gut, aber die können auch variieren, diese Tripmonster, je nachdem, was für ein Deck man hat. Mein echtes Deck zum Beispiel hat auch einige Tributmonster, die kann ich leider teilweise gar nicht so richtig beschwören, weil mir manche Tributmonster immer fehlen. Deswegen ist es wichtig, hier nicht zu viele Karten reinzutun. Aber trotzdem sollte es doch eine große Menge sein. Also 3 wäre vielleicht die perfekte Auswahl. Gut, ja, ich werde jetzt noch Seichtes Grab reintun. Und dann noch die Karte für Quelle der Wiedergeburt. Die haben wir ja neu gezogen. Ja, ich gehe am besten hier drauf. Dann gehe ich hier auf Zauberkarte. Quelle der Wiedergeburt ist hier. Na, was ist jetzt? Ich will das jetzt hier auswählen. Jetzt. Zack. Und Seichtes Grab noch. Befindet sich hier, genau. Na, jetzt aber, was ist denn los? Ich muss ein bisschen mit der Tastatur. Haben wir noch irgendwelche Möglichkeiten? Also wie gesagt, ihr könnt jederzeit, wenn ihr Vorschläge habt, es in die Kommentare schreiben. Ich werde es mir dann anschauen und sehen, ob die Strategie gut ist und euch davon berichten. Und es dann in die Kommentare schreiben. Auch als euch als Antwort in die Kommentare schreiben, so ist es richtig. Gut, Gora-Schildkröte. Wie gesagt, unser Deck spielt ja ziemlich auf Verteidigen. Aber wir sollten auch nicht so übertrieben auf Verteidigen spielen. Allerdings ist sie doch. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die reintun soll. Ich glaube, ich tue sie mal rein, einfach mal um zu schauen. Einfach mal so zum Testen. Wenn die nicht ganz so passt, dann nehme ich sie wieder raus. Gut, haben wir da noch irgendwas? Moment. Man kann die ja auch nach Effekten sortieren, die ganzen Karten. Ich werde sie jetzt so ordnen, dass sie Karten auf die Hand zurückgeben. Karte zurück. Pinguinsoldat. Die ist interessant. Ich glaube, ich tue sie auch einfach mal testweise rein. Wie gesagt, wenn die Karte nicht so ganz meinen Vorstellungen entspricht, werde ich sie rausnehmen. Gut, jetzt haben wir 44 Karten im Deck. Ich habe ja vorhin gesagt, das perfekte Limit sind so 40 bis 45 Karten. Also müsste das eigentlich schon passen. Schauen wir dann noch ein paar Fallen noch an. Falle, bodenlose Fallgrube, okay. Kunai mit Kette finde ich jetzt nicht so ganz nützlich im Deck. Die hier vielleicht. Dann. Dann nehme ich noch die hier rein. Und das müsste eigentlich reichen. Ich bin noch am überlegen, ob ich Schlimmes Desaster noch reintun soll. Na, warum nicht? Gut, dann müssen wir jetzt ein paar Karten entfernen. Und zwar tue ich jetzt mal gerade Dingens raus. Sandmotte tue ich raus. Und ja, jetzt haben wir viele Fallenkarten im Deck.
glaube, ich muss doch noch ein paar raus tun. Na komm, verzauberte Speere hau ich mir jetzt mal raus. Die hau ich noch raus. Und welche denn noch? Ach, davon brauchen wir eigentlich nur eine. Zwei finde ich ein bisschen übertrieben. Ja, gut. Vielleicht noch ein paar Zauberkarten raus, die wir nicht brauchen. Die hier vielleicht. Ja, komm. Dann noch. Die ist ziemlich selten, dass man die richtig nützlich einsetzt. Deswegen haue ich die jetzt auch raus. Jetzt haben wir wieder 40 Karten. Ich speichere es jetzt und werde es umbenennen. Rezeptnamen ändern. Löschen wir das Ganze. Jetzt hat ihr wahrscheinlich meine Maus. Ich nenne sie. Ich nenne sie ägyptischer Zorn. Gut, eine Anspielung auf das Deck eines Duellanten im 2009er. Gut, jetzt haben wir unser Deck bearbeitet. Es wird gespeichert. Ja, nein, das wollen wir nicht. Gehen wir zurück in den 5D Story Modus. Ah ja, wie passend. Ja, wir haben ja hier gespeichert, genau. Ich dachte, wir kommen jetzt automatisch hier zurück, ganz kurz, aber ich habe vergessen, dass wir hier schon gespeichert haben. Okay. Gut, dann mache ich hier einen kleinen Hangover. Quatsch, Hangover, ich meine Cliffhanger, verdammt. Und beende den Part und dann kämpfen wir im nächsten Part gegen den Typen hier, wo ich den Namen nicht weiß. Also, bis zum nächsten Part. Ciao.